danke, dass ich hier sein darf und den Schrei, der tief in mir liegt, in Worte fassen. Es ist unerträglich, dass einem Menschen diese Folter angetan wird. Ein Mensch erhält keinen Prozess, keine faire Rechtsprechung, keine Menschenrechte. Und das mitten in Europa. Unsere Anklagen gegen alle Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern, gegen unterdrückte Presse, offenbaren sich gegenüber der Welt als hohle Worte, stehen unserem angeblichen Wunsch entgegen, weltweit Menschenrechte umzusetzen. Sehr gefährlich ist das Aushebeln des Gesetzes. Stehen also Macht, Geld, Kriegs, Länderinteressen, Interessen einzelner Firmen über dem Gericht, dem Gesetz? Das darf nicht sein. Das gibt allen möglichen Bedrohungsformen freien Raum. Der Freiheit und Gerechtigkeit aber wird aller Raum genommen. Misstrauen in die Gesetzesanwendung der Gerichte bewirkt Selbstjustiz und andere schlimme Konsequenzen. Die Demokratie ist sofort bedroht, letztlich zerrüttet es den Staat. Freier Journalismus ist das Wasser der Demokratie. Ohne freie Presse ist keine Demokratie möglich. Im Fall Julian Assange ist der freie Journalismus aufs Tiefste in seiner Existenz bedroht. Nur im Falle, dass Julian Assange befreit wird, kann der freie Journalismus überleben, so wie auch die Demokratie. Seine Tat, Rettung der freien, humanen Welt, Rettung der Demokratie und das Öffnen der Tür für die Zukunft der Menschen auf diesem Planeten. Seine Tat, Aufstehen für das Friedliche, die Erde tragende, für all die, die ihr Leben lassen mussten, ihre Kinder, ihre Söhne opfern mussten, für all die, die arbeiten, um die Gemeinschaft und das Wohlergehen aller zu schaffen. Seine Tat, den Spiegel den Mächtigen zuzudrehen, dass deren Kriminalität zu erkennen ist. Seine Tat, allen zeigen, was wirklich passiert, das Vertrauen aller achten. Seine Tat, uns die Frage ermöglichen, was wir wirklich wollen, verantworten, tragen, wählen. In welcher Welt wollen wir leben? Von Anfang an habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass ein Mensch auf widerlichste Weise bestraft und Schritt für Schritt umgebracht wird, weil er veröffentlicht, dass unschuldige Menschen im Krieg widerlichst ermordet wurden. Man bedenke, dass er auf legale Weise an die Unterlagen kam. Krieg ist ja an sich kriminelles Verbrechen. Aber nun wird das als Kriegsverbrechen bezeichnete, als geheim zu halten, deklariert. Heißt das, dass alle, die jetzt berichten, zum Beispiel von Kriegsverbrechen in der Ukraine, um ihr Leben fürchten müssen? Heißt es, nur Propaganda, irgendwelche Interessen sind berichterstattbar? Heißt es, wenn man einen kriminellen Akt sieht, wird man selbst auf die unmenschlichste Art bestraft, gar ermordet? Wollen wir in diese Richtung gehen oder wollen wir auf eine freie Welt zu gehen, in der jeder Mensch gleich vor dem Gericht ist, Menschenrechte erfährt, in dem man die Wahrheit sehen und sagen darf, in der es gelebte Demokratie gibt, in der Regierungen kontrolliert werden, in denen die Regierenden den gleichen Gesetzen unterworfen sind und der Gemeinschaft dienen müssen. Nicht Einzel-Ego-Interessen wollen wir zulassen, das Macht die Menschlichkeit tötet, das Gesetz untergräbt. Wollen wir denn eine Welt, die auf dem Leid so vieler und vor allem auf dem Leid der Kinder aufgebaut ist? Über tausende von Jahren sind wir so weit gekommen, aus der unendlichen Arbeit vieler Menschen haben wir zum Beispiel Menschenrechte erlangt. Warum zulassen, dass wir zurückfallen unendlich weit? Ein neues Zeitalter könnte jetzt beginnen. Jeder in dieser Zeit lebende Mensch möge sich fragen, in was für einer Welt er sich wünscht zu leben. In meinen Augen hat Julian Assange uns die Tür geöffnet zu einer neuen Zeit und Ebene. Durch ihn erkennen wir, wie sehr man die Menschheit und die Zukunft lieben kann. Er eröffnet uns die Möglichkeit, endlich das Leid unendlich vieler Menschen zu beenden. Alle Kräfte, die letztlich immer alle Gesellschaften tragen, erhalten Achtung. Der Glaube an Gewalt kann nicht weiter bestehen, denn die Wahrheit gelebt sein kann. Jetzt ist es an uns umzusetzen, für seine Freiheit zu sorgen. Einen unschuldigen Menschen, der niemand etwas zuleide getan hat, sondern im Gegenteil,
foltern wir über Jahre auf unrechtmäßige, unmenschliche Weise. Alle Regierungen, die jetzt nicht seine sofortige Befreiung und Wiedergutmachung, soweit das überhaupt jemals möglich ist, fordern, laden sich und uns, ihren Anvertrauten, eine große Schuld auf. Julian Assange zu befreien, kann nur einen Preis haben für jene, die kriminelle Taten auf Kosten von vielen Anvertrauten ausüben wollen, endlos nach Macht und Geld gieren. Alle anderen würden eine Erlösung erfahren, wieder Vertrauen haben können in Werte, in Sinn und Mut zur Zukunft und Mut, Verantwortung zu tragen. Manchmal denke ich, da nicht alle Menschen gleichzeitig reisen können, mangels Geld und lauter Umstände, wäre es vielleicht das Beste, wenn wir weltweit an einem Tag zu einer Stunde gleichzeitig aus unseren Fenstern schrien: Free Julian Assange. Den Schrei, wir wollen leben in einer Welt der Freiheit, der Menschenrechte, der Kommunikation, des Miteinanders und des Teilens. Der Schrei, dass wir alle weltweit einander brauchen, dann werden wir gemeinsam neue Wege finden zum Überleben auf diesem Planeten. Seine tapfere, ausdauernde, warmherzige Familie macht es uns auf eine tiefgütige Weise vor. Vielen Dank dafür. Der erste Schritt ist, Julian Assange zu befreien, den Menschenschrei in die Welt rufen. Gebt ihn frei, mit umgekehrtem Inhalt wie vor 2000 Jahren. Und die regierenden Verantwortlichen tauchen ihre Hände leider in Schuld. Leben wagen, Mut zur Wahrheit, den größten Dank, den ich habe, gilt Julian Assange. Sofortige Freilassung von Julian Assange.